Hallöchen, meine lieben Pikachus, was geht ab? Euer Beats heißt euch herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Stadt, Land, Fluss mit dem Buchstaben K mit Pat und Phil. Hallöchen euch beiden. Hallöchen. Hallo. Und wir haben heute coole Sachen am Start, kurios sogar eigentlich. Arbeitsunfall, Geschäfte, anderes Wort für Vagina, Trennungsgrund, worüber Frauen auf dem Klo reden. Ich mach mir auf mein Brot und ich bin ein geiler Punkt, Punkt, Punkt. Und wir haben das Vergnügen, jetzt mit dem Buchstaben K anfangen zu dürfen. Seid ihr bereit, Leute? Wir können loslegen. Ich weiß schon mal gar nichts. Oh okay, Gott. Okay, dann let's go. Ich hab doch ein paar Sachen, weiß ich, wenn ich ehrlich Was? Bin. Ja, hä? Natürlich. Ja, klar, ein paar, aber es ist schwer. Die Begriffe finde ich diesmal schwer. Oh Gott, das ist wirklich schwer. Ich dachte, das wird einfach, aber es ist voll schwierig. Trennungsgrund, was ist der Trennungsgrund? Ah, vielleicht das. Okay, könnte sein. Okay, verschrieben, so. Ja, das ist auf jeden Fall ein Trennungsgrund. So, das ist ein sehr gutes Wort. So, was kann man denn hier hinschreiben? Okay, 5, 4, 3, 2, 1. War als ob. Oh Mann, ich hab fast gar nichts. Ich auch, Arbeitsunfall. Auch Kaktus im Popo, was? Ja, natürlich, kann doch passieren. Okay, warte mal, Warum nicht? Unter einer Bedingung lasse ich das durchgehen, Pat. Unter einer Bedingung. Nenn mir einen Beruf, in dem es einen Kaktus gibt. Kaktuszüchter. Nein, Gärtner hätte sagen müssen. Was? Was? Warum das denn? Aber ganz ehrlich, bei Beats, Klo. Klo, ja klar, man fährt ja auch ins Klo, oder? Also, doch, aber im seltenen Fall kann es was geben, aber bei Kakteen auch natürlich. Aber es gibt. Auf jeden Fall Kaktus und Popo wegixen, wenn meins auch wegkommt. Warum das ich war eigentlich denn? Noch nicht fertig mit dem Warum? Schreiben. Okay, ein Kaktus und Popo, das Let's kann go. Doch hinkommen. Wenn du irgendwie als Kaktuszüchter bist, dann läufst du nicht als normaler. Du hast eine Hose an in der Regel. Als Unfall, ja, aber nicht als Arbeitsunfall. Wir gehen weiter zu den Geschäften, liebe Freunde. Ich habe nur K, also das könnt ihr wegixen. Also Kick ist falsch geschrieben, aber ich lasse es durchgehen. K statt. Kick wird doch mit CK, wird Kick, nee, ja, nee, das ist Beats. Also Beats kennt sich da besser aus. Ich wollte gerade sagen, hier. Ja, nee, dann wird's vielleicht so, ich weiß nicht, wie es geschrieben wird. Alles gut, schön. Alles gut. So, anderes Wort für Garnine. Warum Kutsche, Mann? Warum nicht? Nein, weg hier. Weg hier. Kutsche sagst du. Ja, doch. Sag mir mal eine Kutsche, hä? Ja, das heißt ja. Ein Auto. Und außerdem das und von Pelz, das geht aber auch nicht, kein, das ist ein anderes, ja. Warum eben. Das denn? Weil es kein anderes nur, Wort dafür ist. Also bis jetzt ja, sieht es ja. Ganz scheiße aus. Also. So. Trennungsgrund. Trennungsgrund. Kloschüssel angepinkelt. Ist ein Trennungsgrund, finde ich. Klar. Oh. Das finde ich sogar voll gut. Wo ist das passiert? Erzähl mir mal einen Fall. Stell mal vor, du pinkelst deine Kloschüssel. Kinder deine Freundin sieht das und dann ekelt sie sich davor und dann trennt sie sich von dir. So. Ach so. Und erzähl mir jetzt mal einen Fall von dir, Pat. Komm. Ja, es gibt bestimmt Fälle, wo man einen Killer als Freund hat, dass er fährt und dann sich trennt. Natürlich, Phil, da kann ich das. Also diesmal lasse ich das so durchgehen, hier. Aber fürs nächste Mal oder für die Killer nächste Runde, als Pat. Freund ist so legitim. Für die nächste Runde, ich glaube, Phil, wir müssen bei Pat ein bisschen strenger sein ab der nächsten Runde. Das stimmt, okay. Ja. Also Killer als Freund ist. Kloschüssel angepinkelt, Grund. Leute, euer Ernst? Was ist denn euer Ich finde das voll den guten Trennungsgrund. Hallo? Killer als Freund ist hier wirklich das legitimste von uns drei. Das lass ich doch jetzt durchgehen, ist doch alles gut. Worüber Frauen auf dem Klo reden. Kakao, gerne, ja. Kacken. Ne, Kacken, die reden dann nie im Was? Leben drüber. Ja, aber nee, ganz da ehrlich, reden Frauen okay. Nicht drüber. Kerle, aber die reden über natürlich. Kerle. Über ja, Kerle, ja. Ganz crazy safe. Okay, aber über Kakao reden keine Frauen. Ich, Alter, ich hab nicht weniger. Durchge-X-Phil von Und über dir, Kakao Alter. Reden sie auch Alter. Nicht. Alter, hör doch auf, meins wegzuixen. Beats. Beats, gib meinem einen Haken weg. Dann arbeiten wir gegen die Paper. Die reden, ja, nein. Ich will dass die guten Wörterpunkte bekommen. Und ich finde, die Frauen reden nicht über Kacken und nicht über Kakao. Ist halt so. Ja, aber Pat hat mich deswegen extra weiß, aber dich Beats nicht. Kacken, weil das muss man dazu sagen. Ich finde einfach die Wörter schlecht. Ja, genau. Erst im Nachhinein, Pat. Okay, ich würde sagen, wir gehen einfach weiter. Es ist mir jetzt egal, ob er einen Punkt dafür bekommt oder nicht. Aber ich mache mir auf mein Brot. Ich habe nichts. Und... Phil, Kaviar. Du hast kanadischen Ahornsirup. Keine Ahnung, was sein soll. Kaviar ist zwar falsch geschrieben, aber ja, lass mich auch. Klavier. Da steht fast Klavier. Kaviar. Ja, ich bin ein Geiler. Alter, warum bekomme ich denn ein X hier? Und mit C wird das geschrieben, das ist ja ultra falsch. Das wird mit K geschrieben, wollt ihr mich veräppeln? Man kann es so mit K schreiben. Ach so, ja, okay, dann weiß ich es nicht. Naja, kanadischer Ahornsirup ist noch an der Grenze, lass ich diese... Ich bin ein geiler Krokodil, das ist nicht mal grammatikalisch korrekt. Also es ist kein gutes Deutsch, deswegen wegen der Grammatik, nee. Ja, dann sag immer, warum ich bei Kaviar X bekomme, das macht ja nicht mal Sinn. Also, ich sag's dir, weil es einfach...
Kaviar isst man nicht auf Brot. Fertig aus. Okay, wir gehen in die nächste Runde. Ich bin gespannt, was für Buchstaben wir bekommen. Arbeitsempfang. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Da, da, da. Ich habe hier was Gutes. Da habe ich nix. Da habe ich was richtig Gutes, Leute. Das ist echt legitim. So, worüber Frauen auf dem Klo reden. Über. Ja, das ist richtig gut. Das ist richtig gut. Oh Gott, Leute, ich gehe ab die Runde. Das ist auch übertrieben gut. Oh Gott, ey, ich habe so geile Wörter die Runde. Jetzt mal kein Spaß, Leute. Anderes Wort für die Vagina fehlt mir noch. So, vielleicht, ja, okay, das ist nicht so gut, aber könnte durchgehen, ja. Arbeitsunfall. Okay. Na, noch nichts, noch nicht. Keine Ahnung, schauen wir mal das hin. Ich bin ein Geiler. 5, 4, 3, 2, 1. So, go. Okay. Nice, alles gut, alles gut. Ich bin zufrieden, Leute. So, Arbeitsunfall. Ich habe eine Bundeswehrverletzung. Das ist gut. Bei der Bundeswehr ist halt, brauche ich nicht beschreiben. Baum runtergefallen. Kann passieren. Und ich bin ja, das ist okay. Berg, aber in welchem Beruf? Berg? Ja. Berg, das ist zu schwammig, Berg. Das ist einfach zu schwammig. Ich fand Filz fand ich voll gut. Baum und vom Baum runtergefallen. Aber Berg runtergefallen. Ihr habt euch locker abgesprochen, dass ihr mich abfangen wollt. Nein. Doch, aber Berg runtergefallen ist voll ungenau, Pat. Warum denn? Stimmt. Ich suche mir jetzt einen Beruf raus, wo man den Berg runterfällt. Warte. Wir gehen weiter zu Geschäften, liebe Freunde. Ich habe Bauhaus, ist ein Geschäft. Bershka ist ein Geschäft. Ja. Brigitte ist doch kein... Nein. Oder? Nein. Genau. Okay. Yeah. Wir gehen mal auf jeden Fall, Pat, Geschäft. Brigitte ist kein Geschäft. Ist auch kein Geschäft. Warum das ist Alter, ihr kennt ja ganz Deutschland, so wie es aussieht. Ich kenn ein Geschäft, das heißt Bijou. Das ist eine Zeitschrift, lese ich hier gerade. Sucht mal nach aber Brigitte, kein Geschäft. Das ist auch ein Geschäft, ne, Jungs? Nee. Anderes Wort für Vagina. Nein. Doch, Leute, das ist ganz klar. Bambuschka, was ist das? Bambuschka, anderes Wort für Vagina, eine Bambuschka, ja klar. Ist, sagt man so. Und Bruchteil im unteren Bereich. Das ist ja wieder falsch, ich weiß. Das ist grenzwertig. Ich würde dich jetzt durchgehen lassen, weil im unteren Bereich, aber Bruchteil ist ganz okay wegen Bruch. Also Bruch ist, okay. Ist halt eigentlich kein. Guck mal, ich lass es durchgehen. Phil, weißt du, das ist nee, aber ich lass ja durchgehen. Ich lass es durchgehen. Trennungsgrund, okay. Leute. Bierbauch. Also wirklich, das ist, glaube ich, kein Witz. Das ist ultra geil, ne? Seid mal jetzt ehrlich. Mein Freund hat sich von mir getrennt, warum denn? Immer wenn ich einen Bierbauch habe. Nee, meine Freundin, wenn schon. Der Mann hat ja meistens einen Bierbauch. Kann auch sein. Trennungsgrund Baby ist auch ein Trennungsgrund, ja. Warum? Beziehungsstress ist wieder schwammig, Pat, aber lass ich mich durchgehen. Ja, das stimmt. Doch verarschen, Mann, das ist doch ein Grund. Das ist kein Grund. Stress das stimmt. Ja, ich lass durchgehen, aber wie gesagt, schwammig, Pat. Mach dir mal Gedanken über deine Aussagen. Dann werde ich mir ganz konkrete Gedanken machen. Worüber Frauen auf dem Klo reden. Brüste ist korrekt. Boys ist korrekt, Beziehungen mit Männern. Ja, ich hätte nur Beziehungen, wenn ich besser werde, aber geht durch. Ich wollte auch machen, aber ich habe mit Männern geschrieben, weil ich dachte, einer hat von euch Beziehungen. Ah, okay, alles gut. Okay, wir gehen weiter zu, ich mache mir auf mein Brot Butter. Oh, stimmt, ist gut, aber ihr habt beides. Brot als zweite Scheibe? Nee, da kommt aber erstmal noch was dazwischen. Du legst nein, Brot trotzdem, auf Brot. Ich mach mir. Das es geht aber darum, was Brot. Aufs Brot kommt, nein, nicht was nach dem Belag nein, auf mein, Digga, auf mein das Belag Alter, kommt. Oha, okay. Die zweite Brotscheibe kommt auf den Belag und nicht aufs Brot. Oha, okay. Ja, ist so, tut mir leid. Ich bin ein Geiler. Er meint, das wollte ich ausschreiben. Ja, aber ich hab's geschafft, du nicht. Egal. Nein. Hä, warum? Das ist doch okay, wenn Phil das ausschreiben wollte. Busfahrer. Ja, aber da fehlt nicht nur ein Buchstabe, da fehlen ja ganz viele. Ich lass es durchgehen, Phil. Oh, Alter, ich brauch die Punkte. Ich bin ein geiler Besserwisser. Besserwisser ist echt geil. Ja, das ist so unlegit hier, ne? Wirklich. Ich hab's durchgelassen, Pat. Ich hab's durchgelassen. So, wir spielen jetzt die letzte Runde. Jetzt geht's nochmal um die Wurst hier, Leute. So, das kann als Sportler passieren. Ja, auch gut. Ja, komm, anderes Wort für Vagina. Ja, so, Trennungsgrund. Habt ihr einen Trennungsgrund? Nee, ich bin am Überlegen. Ich hab einen guten. Das ist richtig gut. So, worüber Frauen auf dem Klo reden. Das ist auch gut. Ja, das fehlt mir auf jeden Fall noch. Das ist legitim. So, das müssen wir noch bearbeiten. Und ich bin fertig. 5, 4, 3, 2, 1. Und aufhören. Perfekt. So, okay, ich bin mal gespannt. Arbeitsunfall. Ich habe Tischtennisball ins Auge bekommen als Tischtennisprofi. Das kann nicht sein.
Wie? Ich kann sagen, nach so vielen Jahren Tischtennis spielen, dass ich so fett einmal einen Ball ins Auge bekommen habe und noch nie was passiert ist. Noch ja, du bist halt eine Maschine, Pat. Okay. Ja, moin, Alter. Nein, aber wirklich, wenn du was ins Auge bekommst, das kann passieren. Ja, wenn du was ins Auge bekommst, aber nicht den Tischtennisball, Mann. Doch, Junge, wenn dir einer voll einen Topspin reinhaut, du nur weil du spielst für so eine Flasche. Auge schließen, ganz sicher. Nein. Ja, genau. Ja, trotzdem hast du ein blaues Auge. Das ist ein Unfall. Es geht ja nicht darum, dass du stirbst oder so. Unfall ist Unfall. Es reicht, wenn du ein blaues Auge hast. Ich fall vom Berg runter und das ist kein Unfall. Dann geht das es gut, ging, oder es was? Ging ums, um den Berg und nicht, ne? Alles klar, Jungs. Aber gut, wenn es eure Meinung ist, Leute. Tastatur im Büro zerstört während eines langen Arbeitstages und einem gestressten Chef nach bereits 4 Überstunden. Weg. Nein. Das ist doch kein Unfall. Dir ist doch nichts passiert. Das ist ein Arbeitstag. Die Tastatur ist kaputt. Oh Gottchen, das passt ja mal gar nicht. Ja. Da fand ich meins besser, ehrlich gesagt. Das war's komplett hier. Also eigentlich mal ihm jetzt Tischtennisball ins Auge gekommen. Ne? Na klar, das ist ein Arbeitsunfall, finde ich. Ist ja. So. Ja nicht immer Geschäfte, Tiffany und Co. Ja. T-Mobile, Telekom. Ich muss sagen, T-Mobile müssen wir eigentlich wegixen, weil es ist Nein. die Telekom. Das ist nicht T-Mobile. Natürlich, das, in das, anderen der Ländern. Der Laden heißt Telekom. Was? Okay, okay, wenn es ein Bild gibt, dann lassen wir es durchgehen. Genau. Anderes Wort für Vagina. Ich habe tolle Pflaume und Taschenmuschi haben wir. Eine Taschenmuschi ist aber was anderes und kein Synonym. Es ist doch trotzdem, man weiß, was gemeint ist. Ja, aber es ist ein, nein, das ist ein Sexspielzeug. Und Alter, ihr wollt kein Synonym. Immer wieder mich... es ist dem, so. Es geht den Beats nur darum, die Punkte abzustauben. Weißt du, was ich will? Alter, ich bin doch nicht hier. Das stimmt. Das ist ja was ganz anderes. Ja, aber anders als auch Beats Science nicht. Also, let's go. So, Trennungsgrund. Wenn die Frau Tampons überall rumliegen lässt. Alter. War, Alter. Benutzt das grenzwertige Gründe hier, jetzt mal wirklich. Das kannst du mir doch nicht erzählen. Was stell dir mal vor, deine Freundin lässt benutzte Dinger überall liegen. Du denkst, Alter, das ekelst du dich doch vor. Halt, nein, ja. Das ist ganz anderes. Und wenn die Tampons einfach rumliegen, dann sagst du, pack die mal weg. Jetzt so, ja, und wenn die das dann nicht macht, dann trennst du dich. Zack, Alter, fertig aus. Das ist doch ich finde dann Filztrennungsgrund für dich viel schlimmer. Traum. Ja, das ist noch schlimmer. Das stimmt auf jeden Fall. Aber dann ist es genauso schlimm. Nein, auf gar keinen Fall. Ich wette, Alter, ich möchte gerne diesen Fall sehen, wo eine Person... Ey, da war mein selbst besser, als ich vom Berg runtergefallen bin. Oh, und immer der mit, seinem Berg, ja, immer. Berg war gut und ihr habt ihn oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Der ist immer noch in Gedanken bei diesem Berg. Ja, aber er ist unfairbar. Oh Gott. Wir gehen weiter zu, Alter, worüber Frauen Tampons, auf dem Klo reden. Ich kann Tampons echt nicht durchgehen lassen, Mann. Und Traum auch nicht, Alter. Was für ein Traum, Mann. Wenn man träumt, das ist doch was Schönes, Mann. Warum soll das ein Trennungsgrund sein? Ja, okay, du kannst auch von schlechten Sachen träumen. Ja, nein, Phil. So spielen wir jetzt nicht. Nein. Warum? Aber ich find's doch einfach egal, macht, was ihr wollt. So, weiter geht's. Ja, wir machen, was ihr wollt. Worüber Frauen auf dem Klo reden. Das ist einfach so Tiffany und Co. Naja, finde ich nicht. Junge, das ist was? So unrealistisch, Mann. Man redet doch nicht darüber. Das ist eine Dingens, eine halt, Modemarke. Mal, kann, wenn doch, die über Klamotten reden, das ist jetzt nur sehr präzise. Ich glaube, ist ein Laden. Hier ist ein Laden. Warte, Pat, bevor du was sagst. Ja. Ich finde, ich lass Titten durchgehen. Ja, ich will es dir auch alles sagen. Alles okay, wir gehen weiter. Ich mache mir auf mein Brot eine Tofu-Wurst. Das ist gut. Tee finde ich nicht so gut. Tee nicht und sonst auch nichts. Okay, da sind wir schnell durchgekommen. Oh. So, ich bin ein geiler Teamplayer, Tänzer und ja, Tee müssen wir weglassen. Der Rest ist auf jeden Fall legitim. Und ja, dann sind wir durch. Ich bin gespannt, Leute. Oh, wer gewinnt dieses Spiel, Leute? Ich glaube, ich denke mal. Beats und Beats hat mal wieder gewonnen! Oh, GG. Yeah. Unfassbar. Also ich gewinne einfach immer und immer wieder. Mit dem Bergführer wäre ich Zweiter gewesen. Ja, genau. Natürlich wäre ich das. Also ich hab... Leute, es war eine coole Runde. Es hat mal wieder Bock gemacht. Falls ihr wollt, dass Pat ein bisschen glücklicher wird, dann tröstet ihn in den Kommentaren. Ansonsten lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert kostenlos meinen Kanal. Und ja, schaut bei lieben Pat vorbei. Der hat auch eine Folge aufgenommen. Schaut bei lieben Phil vorbei. Und wir sehen uns morgen beim nächsten Video wieder. Danke fürs Zusehen. Daumen nach oben nicht vergessen. Abonnieren nicht vergessen. Tschüss, euer Beats.